Der Tourismus pausiert gerade. Unterwegs sein können wir aber trotzdem. Wir verreisen heute kulinarisch. Liebe Heidegger Reisegäste, Sie sehen es, zu meinem kulinarischen Kochabend habe ich mir heute Verstärkung geholt. Markus Golser, ein geschätzter Reiseleiterkollege, den Sie oder viele von Ihnen wahrscheinlich kennen. Markus, schön, dass du heute da bist. Wir gehen heute kulinarisch auf eine Reise, die natürlich Bezug nimmt zu einer deiner Reise im nächsten Jahr. Aber bevor wir dazu kommen, möchtest du dich vielleicht erst nochmal selber vorstellen? Mhm. Ja, mein Name ist schon genannt, Markus Golser. Ich habe nämlich nach dem Studium viele Jahre für Lexika gearbeitet. Und da es eine Tätigkeit war, die ausschließlich letztendlich mich konfrontiert hatte mit meinem Computer, meinem Bildschirm, ohne Publikumskontakt, hatte ich damals das Bedürfnis, was mit Menschen zu tun zu haben. Und bin in dem Zusammenhang auch irgendwann bei der Firma Heidegger gelandet, wo ich dann auch inzwischen gut 10 Jahren verschiedene Reisen geleitet habe. Ja, und was wir kochen, Bezug nehmen auf die Emilia-Romagna, das können Sie sich schon fast denken. Bolognese steckt im Namen, Bologna steckt im Namen drin. Und wir machen ein Ragout à la Bolognese. Es würde mich natürlich interessieren, was dich dazu bewogen hat, in die Emilia-Romagna zu reisen. Ja, uns gibt es eine wunderbare Gelegenheit, Reisen anzubieten, die nicht von der Stange sind, die nicht dementsprechend, was allgemein erwartet oft angeboten wird. Bei Italien denken wir vielleicht an die großen Metropolen, Mailand, Florenz, Rom oder die großen Kunstlandschaften Toskana, Lombardei. Aber umso schöner finde ich es, wenn man ab und zu mit tote Winkel beleuchtet. Und gerade kulturell gehört dazu die Emilia-Romagna, weil viele verbinden das entweder Durchreiseland oder 130 Kilometer Küste, Rimini, Cesenatico und so weiter. Aber wie unglaublich vielfältig und reich die Emilia-Romagna an Kultur ist, das ist vielen gar nicht bewusst. Und während ich das mache, kannst du ja mal erzählen, was so auf dem Programm steht während deiner Emilia-Romagna-Reise. Ja, der Kern der Reise, da wir wohnen, ist Ravenna. Wenn man Italiener fragt, was ist die heilige Stadt, darüber erwarten, der sagt vielleicht Jerusalem oder Rom, aber er wird antworten Ravenna. In Ravenna ist das einzigartige Beispiel einer Stadt, die ganz stark heute geprägt ist von frühchristlichen Bauten, also Bauten des 4., 5., 6. Jahrhunderts. Und Ravenna bezeichnet sich und wird bezeichnet auch ganz zu Recht als die Welthauptstadt der Mosaike. Und darum herum ist die Reise gebaut. Wir werden auch in Ravenna wohnen und von dort aus ganz verschiedene Ausflüge unternehmen, die Küstenregion oder ins Landesinnere. Da gibt es eine wunderbare Anekdote, bei der man sich gar nicht drum kümmern mag, ob die auch stimmt, die ist einfach zu schön. Wie das immer ist bei Anekdoten so oft. Da soll nämlich ein Koch sich so in eine Braut bei der Hochzeit verschossen haben. Eine Hochzeit zwischen einem Bentivoglio und einer Este, dass er deren wunderbares blondes Haar nachgestalten wollte. Und es soll die ganz, ganz schmalen Bandnudeln entstanden sein. Ja, man kann sich's vorstellen. Während wir hier weiter fleißig Nudeln drehen, zeige ich Ihnen schon mal, wie deine Reise bei uns im Katalog präsentiert werden wird. Der Katalog ist nämlich schon gedruckt. Er wird erst im Januar verschickt, weil man ja eh gerade noch nicht reisen kann. Aber im Internet kann man den Katalog schon durchblättern und da werden Sie sehen, dass es ein Titelbild gibt zu deiner Reise. Es zeigt dieses berühmte Kuppelmosaik aus dem Baptisterium der Arianer. Und wir sehen noch den Nachklang der Antike mit einem komplett nackt dargestellten Christus. Eine Kulturreise, die du machst. Mhm. Und viele Kunden scheuen sich vielleicht, oder Reisegäste scheuen sich vielleicht ein bisschen und denken, oh, muss ich davor Wissen mitbringen, um überhaupt zu wissen, was da, oder zu verstehen, was da eigentlich vermittelt wird. Wie viel Vorwissen muss ich denn bei deiner Kulturreise mitbringen? Also ich glaube, es soll sowohl die ansprechen, die im Prinzip ein großes Wissensreservoir nur ergänzen wollen, als auch die, die quasi neue Einsteiger sind. Also es muss keiner Angst haben, dass er eben das nicht versteht. Ich glaube, du erklärst auch alles so schön und nachvollziehbar, dass man gar nicht Sorge haben muss. Du bist unter das Motto Sehen lernen, Augen öffnen. Und das ist der Effekt, den habe ich ganz oft auf Reisen beobachtet.
dass Menschen danach auch kamen und gesagt haben, sie sehen Dinge jetzt anders, bewusster oder über das hinaus, was man auf der Reise sieht. Die Leute kriegen also eine Art Sehwerkzeug, mit dem sie einfach auch bewusst in Zukunft gegen das Sehen oder wo auch immer Dinge betrachten können. Mittlerweile ist auch schon unser Ragout à la Bolognese weit vorangeschritten. Ja, ein bisschen Wein, ein bisschen Tomaten und dann einfach lange einköcheln lassen. Also, es fehlt noch ein bisschen Salz. Das machen wir jetzt noch rein. Und dann können die Nudeln ins Wasser. Fast fertig, jetzt kommen die Nudeln noch ins Wasser. Tagliatelle. Einfach kurz aufkochen lassen. Vollbracht, wir können essen. Das wird aus. Leckerer wird es dann nur noch vor Ort. So, während wir nun mit unserer kulinarischen Reise am Ziel angekommen sind, wollte ich sagen, dass du natürlich noch viele andere Reisen bei uns machst. Deine ganzen Reisen, die werde ich unten in die Videobeschreibung verlinken. Die finden Sie auch auf dem Katalog zum Durchblättern. Einfach Markus Golser suchen, dann kommen deine ganzen Reisen. Und ja, das war heute unser letztes Video für dieses Jahr. Ich wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit. Freue mich jetzt auf unser Essen. Danke dir ganz herzlich fürs Hiersein. Und ich hoffe, Sie haben Lust bekommen auf die Emilia-Romagna. Machen Sie es gut.